Die Verpackungen vom Lamberts im Laufe der Jahre haben sich sehr verändert, weil wir auch den Trends des Marktes folgen müssen. Lamberts hatte früher vorwiegend Fallschachteln und Kisten im Programm. Und seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind wir dann mehr und mehr in Lebensmittel einzelhandelsgerechte Verpackungen gegangen. Das heißt also auch Folien, Beutel, also auch Produkte, die man kleinpreisiger in den Märkten verkaufen kann. Und das ist natürlich ein ganz anderer Anspruch, als wenn man nur Geschenkartikel letztlich vermarktet. Insofern gibt es da schon eine große Wandlung, aber andererseits gibt es natürlich Merkmale, die sich in allen Lamberts-Verpackungen immer wieder finden müssen, auch als Markenartikelhersteller. Und Lamberts wurde 1688 als Haus zur Sonne gegründet und insofern ist die Sonne unser Markenzeichen, begleitet uns auch in unseren Verpackungen. Fast alles, was es an Verpackungen gibt, findet man auch im Lamberts-Programm. Das heißt, sehr stark sind bei uns die Folienverpackungen, die gerade auch in den Supermärkten, auch als Handelsmarke sozusagen von den bekannten Einzelhändlern eingesetzt werden, Beutelverpackungen. Je größer die Gewichtseinheiten sind, desto eher gehen wir zu Fallschachteln über, also 250, 500, 750 Gramm Kilo. Das heißt sehr stark die klassischen Fallschachteln. Sehr oft wird der Einsatz in der Schachtel dann auch nochmal telefoniert. Anspruchsniveau ist relativ hoch, auch an den Schutz der Ware, Klima, Sommer, Herbst. Wir müssen immer sicherstellen, dass die Ware auch in gutem Zustand beim Kunden ankommt. Die vorweihnachtlichen Motive sind sehr oft in Blechdosen, aber auch die Lamberts Gebäckmischungen sind sehr oft das ganze Jahr über in Blechdosen als Schwerpunkt und Handelsartikel. Wenn man unschokolierte Produkte vermarktet, die sich sehr stark bei uns auch für den Sommer eignen, das Anspruchsniveau nicht so hoch ist an die Gesamtverpackung, als wenn schokolierte Produkte drinnen sind, weil die Schokolade doch in der Regel sehr empfindlich ist. Und das gilt auch für den ganzen Lieferprozess. Das heißt also, wir müssen auch sicherstellen, nicht nur, dass die Verpackung passend ist, sondern auch, dass der Transport vernünftig ist, dass die Lagerung bei uns beim Handel auch in dem richtigen Klimaumfeld ist, denn nehmen wir mal an, wir würden unsere schokolierten, verpackten Produkte irgendwo in die Sonne stellen und bei über 25, 26, 27 Grad, ja 30 Grad, dann wird die Schokolade grau und entspricht nicht mehr unserer Optik. Und dann ist der Fall, wenn ich dann auch eine Sichtpackung habe und keine Fallschachtel, ist es schon so, dass die Ware allein von der Optik schon so beeinträchtigt ist, dass der Verbraucher sie gar nicht mehr kaufen würde. Dass wir einerseits als Traditionsmarke wiedererkennbar sind, auch für den älteren Verbraucher immer wieder das Gewohnte reproduzieren, andererseits aber auch die jüngeren Verbraucher gewinnen und uns Trends anschließen und Trends folgen. Und insofern müssen wir da versuchen, nach beiden Kriterien dem Anspruchsniveau gerecht zu werden. Und gerade im Bereich Innovation haben wir uns in den letzten Jahren sehr entwickelt. Was viele gar nicht wissen, ist, dass wir einer der größten deutschen Gebäckhersteller im Bio-Bereich sind zum Beispiel. Und wenn ich jetzt Verpackungen für Bio-Gebäck mache, habe ich doch auch vom Design und von der Optik ein anderes Anspruchsniveau. Auch sagen wir das haptische Gefühl an eine Verpackung. Das heißt, die Veränderungen und Trends, die es im Markt gibt, müssen wir mit unseren Verpackungen widerspiegeln, wenn wir auch Produkte, Innovationen wählen, die in diesen Bereichen hineingehen und das ist unser Anspruch und ich glaube, dem werden wir auch gerecht. Also manche Länder gehen mehr auf Fallschachtel, auch die klassische Flopack-Verpackung, die in Deutschland gerade in der Weihnachtszeit sehr verbreitet ist für Dominosteine und Spitzkuchen und Printen und so weiter, tut sich in vielen anderen Ländern sehr schwer. Dort hat man lieber Fallschachteln. Was aber ein ganz besonders wichtiger Punkt in dem
Internationalisierungsbereich ist, dass Länder auch an das Design sehr unterschiedliche Ansprüche stellen. Zum Beispiel haben wir eine eigene Fabrik in Polen, wo schon circa 20 Jahre unsere Produkte herstellen, auch Lebkuchenprodukte, auch für den ganzen osteuropäischen Markt. Und dort sind in Osteuropa ganz andere Verpackungsmotive gefragt als hier. Vieles davon, wenn ich mal sage, mit klassischen Blumen oder so, würde man hier als nicht mehr zeitgemäß ansehen und die gerade dort als sehr ansprechend empfunden werden. Auch den Trend in Deutschland im Hinblick auf mehr Single-Haushalte, mehr Kleinverpackungen, schon ein Artikel, ein Beutel, preisgünstig, to go, Packung to go. Ja, es wird sich aber mehr und mehr entwickeln, auch in Deutschland, auch für Tankstellen und so weiter, Produkte, die kleine Einheiten sind, die man einfach mitnehmen kann oder im Auto verzehren kann.